Hallo, heute bereiten wir einen saftigen gebratenen Lachs zu, perfekt ergänzt durch ein aromatisches Fenchel-Möhrengemüse und ein cremiges Kartoffelgratin. In wenigen Schritten zaubern wir ein leckeres und ausgewogenes Gericht. Wenn dir das Rezept gefällt, unterstütze mich doch gerne mit einem Like und teile dieses Video. Da das Kartoffelgratin etwas mehr Zeit benötigt als der Lachs und das Fenchel-Möhrengemüse, bereiten wir dieses als erstes zu. Zunächst die Kartoffeln schälen und in Scheiben schneiden. Dafür nimmst du am besten vorwiegend festkochende oder festkochende Kartoffeln, da diese beim Backen besser Butter und Sahne aufnehmen können, ohne dass sie zu sehr zerfallen oder matschig werden. Die Scheiben sollten so ungefähr 2 bis 3 mm dünn sein. Die Schale oder Auflaufform mit etwas Butter bestreichen und die Kartoffelscheiben fächerweise hineinlegen. Jetzt nimmst du dir Sahne und würzt diese mit Salz, Pfeffer und Muskat. Ein bisschen umrühren und über die Kartoffeln gießen. Für 100 Gramm Kartoffeln benötigst du ungefähr 40 Milliliter Sahne. Als Käse zum Überbacken reibe ich ein Stück Gouda. Du nimmst natürlich den Käse deiner Wahl. Das Kartoffelgratin dann im Ofen bei 180 Grad Celsius auf Ober- und Unterhitze für ungefähr 35 bis 40 Minuten backen. Wenn du eine größere Auflaufform und mehr Kartoffeln verwendest, braucht es je nach Größe der Form und Menge der Kartoffeln mindestens 5 bis 15 Minuten länger. Solange das Kartoffelgratin im Ofen backt, bereiten wir schon mal das Fenchel-Möhrengemüse und den Lachs vor. Das Lachsfilet aus dem Kühlschrank nehmen und mit etwas Zitronensaft und ein wenig Salz marinieren. Für das Fenchel-Möhrengemüse als erstes die Möhren schälen, halbieren und in Scheiben schneiden. In einer Pfanne etwas Öl erhitzen und die kleingeschnittenen Möhren darin bei mittlerer Temperatur dünsten. Diese brauchen je nach Größe und gewünschter Bissfestigkeit ungefähr 10 bis 15 Minuten. In dieser Zeit kannst du schon mal das Grün vom Fenchel entfernen, beiseite legen und aufheben, da wir ihn noch später zum Würzen benötigen. Den Fenchel halbieren, den Strunk entfernen und ebenfalls in Scheiben schneiden. Ein halber Fenchel reicht für dieses Rezept vollkommen aus. Nach ungefähr 5 bis 10 Minuten Garzeit der Karotten kommt der Fenchel dazu. Alles einmal durchschwenken und bei mittlerer Hitze weiter dünsten. Eine Viertel bis halbe Zwiebel in Scheiben schneiden und zu dem Fenchel Möhrengemüse in die Pfanne geben. Kurz durchschwenken, weiter dünsten lassen und in der Zwischenzeit eine Knoblauchzehe in feine Scheibchen schneiden. Ein Stückchen Butter dann zusammen mit dem Knoblauch in die Pfanne geben. Dazu kommen 2 bis 3 Prisen Salz, etwas Pfeffer und Abrieb einer Zitrone. Das Fenchelgrün und etwas Petersilie klein hacken und mit zu dem Fenchel-Möhrengemüse geben. Noch einmal kurz durchschwenken, die Kochplatte ausstellen und alles kurz durchziehen lassen. Zum Warmhalten so lange in der Pfanne mit Deckel lassen, bis angerichtet wird. In einer zweiten Pfanne dann etwas Speiseöl erhitzen, das Lachsfilet in Weizenmehl wenden und dann in der Pfanne bei mittlerer bis hoher Temperatur zunächst von einer Seite ca. 2 Minuten anbraten. Je nach Dicke des Filets kann die Bratzeit auch einige Minuten variieren. Falls du beispielsweise ein dickeres Lachsstück hast, sei mit der Brattemperatur eher vorsichtig und brate dafür etwas länger. Wenn die Unterseite schon leicht kross und bräunlich wird und sich in der Mitte ein leichter weißer Streifen bildet, kommt ein Stückchen Butter hinzu und der Lachs kann gewendet werden. Die Herdplatte kannst du jetzt auf niedrigste Stufe stellen oder abschalten, da die Resthitze der Pfanne ausreicht, um den Garpunkt im Kern zu erreichen. Nach 1 bis 2 Minuten den Lachs 2 bis 3 Mal mit Butter übergießen und noch kurz ruhen lassen, bevor du ihn aus der Pfanne nimmst und anrichtest. Das Kartoffelgratin aus dem Ofen nehmen und zusammen mit dem Fenchel-Möhrengemüse und dem gebratenen Lachs anrichten. Zum Schluss nur noch mit der gehackten Petersilie und dem Fenchelgrün garnieren und das war's auch schon. Ein köstlicher, gebratener Lachs, begleitet von einem aromatischen Fenchel-Möhrengemüse und einem cremigen Kartoffelgratin. Wenn dir das Rezept gefallen hat, unterstütze mich doch gerne mit einem Like und teile dieses Video. Und falls noch nicht getan, kannst du gerne meinen Kanal abonnieren. Die Rezepte für den gebratenen Lachs, das Fenchel-Möhrengemüse und das Kartoffelgratin sind wie immer unter dem Video in der Infobox. Dort findest du außerdem noch weitere Rezepte und nützliche Sachen für die Küche. Ich danke dir fürs Zuschauen und viel Spaß beim Nachkochen. Es wäre schön, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, mach's gut, ciao.